Resistenz zum Laden. Ich gehe davon aus, einige von Ihnen sind schon ein bisschen länger hier bei uns. Kommt Sie gerne auf. Ja, hol du seine Chef ein bisschen. Kannst du das ein bisschen hier? Muss ich unten meiner Kollegin sagen? Ja? Kannst du ein bisschen leiser drehen oder umdrehen, dass es nicht ganz so doll klappert? Ich gehe die. Geht's jetzt besser? Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hören mich jetzt besser. Ja, wunderbar. Ich kann aber dann nicht mehr nach oben kommen. Ich hänge hier an der Stirte. Aber das macht nichts. Ja, wir möchten starten. Wir möchten mit Ihnen einmal durch Bremerhaven fahren. Ich sagte Ihnen schon, es wird langsam dunkel. Aber ich glaube, wir haben trotzdem eine ganz tolle Fahrt vor uns. Wir fahren erstmal so Richtung Wasser, damit wir noch so ein kleines bisschen Sonnenuntergang noch mal kurz genießen können. Denn Sie haben sich für diesen Tag heute ja wirklich schönes Wetter bestellt. Ja, ich finde das klasse. Wenn Sie schon ein bisschen länger hier in Bremerhaven wohnen, dann wissen Sie, das haben wir nicht jeden Tag. Da freuen wir uns über jeden Sonnenstrahl. Aber ich habe gerade eben den Wetterbericht gehört. Und da hat man mir gesagt, heute Nacht jetzt 2 Grad. Also irgendwie kommt doch noch Herbst an. Ne? Ja, wo kriegen wir doch noch ein bisschen von ab? Ja, wir fahren mal jetzt in den Hafenbereich mit Ihnen hinein. Und wenn Sie Bürger, wie Sie ja angesprochen werden, ich finde das ein ganz blödes Wort. Ja, aber eher, wenn Sie Bürger jetzt in unserer Stadt sind, unsere Nachbarn sind, wie wir uns alle hier gegenseitig nennen, dann würden wir eigentlich ganz bewusst mal in diesen Bereich hier hineinfahren. Denn vielleicht kennen Sie ihn nur so, wie er jetzt aussieht. Ich kenne ihn noch, wie er früher mal aussah. Ja, als man früher hier über die Brücke gefahren ist, wo wir eben drüber weggefahren sind, dann sind wir in den Hafen gefahren. Die großen modernen Gebäude gab es hier noch nicht. Hier rechts neben uns ging es um die Ecke zur Schichau-Werft. Ja, die war hier direkt unterm Deich. Den Zoo gab es in der Form auch nicht. Da gab es früher die Tiergrotten. Die waren mal entstanden aus einer Wartehalle des Norddeutschen Lloyds. Und der Norddeutsche Lloyd hat ja hier in diesem Hafen unter anderem auch die Auswanderer verabschiedet. Ja, wir sind ja die Auswandererstadt. Das erzähle ich Ihnen nebenbei immer so ein kleines bisschen, wie war es hier früher. Was Sie heute sehen, können Sie selber feststellen. Und wie war es früher mal, wie hat es hier ausgesehen? Das war so ein kleines bisschen da als Thema unserer Tour. Wenn wir so mit dem Hafenbus, der fährt ja jeden Tag hier im Bremerhaven durch die Stadt, fahren, haben wir oft ja nur auswärtige Gäste hier im Bus. Mit denen fahren wir dann auch mal eben ganz kurz über den Deich. Wissen Sie warum? Die fragen uns nämlich immer wieder, sag mal, wo ist eigentlich bei euch das große Wasser? Wenn wir durch die Stadt fahren, gibt es immer nur den Deich, der uns die Sicht versperrt. Deswegen mal ganz kurz über den Deich, mal an die Kante heran. Und ich glaube, heute Abend lohnt sich das schon mal so vom Sonnenuntergang, sich das mal so ein bisschen genauer anzuschauen, um ja mal so einen ganz besonderen Blick zu haben. Wir fahren da nicht rein. Nein, also keine Angst. That's scary. Ja, wenn Sie mal so drüber schauen zur anderen Seite, das sind 1,4 Kilometer. Und falls Sie Ihr Besuch, den Sie auch schon eingeladen haben, damit immer Ihr neues Zuhause hier in Bremerhaven kennenlernen, falls der Sie mal fragt, dann sagt, sag mal, was steht da drüben eigentlich da so für ein komisches Stahlgerüst mit den beiden Buchstaben? Was ist denn das? Kommen Sie nicht auf die Idee und sagen Sie, wir machen Reklame für deine Unterwäsche. Nein, das ist falsch. Ja. Das ist ein Semaphor, ein historischer Windanzeiger. Hier wird die Windrichtung, die Windstärke vor Borkum und vor Helgoland angezeigt. Das sind die beiden Buchstaben. Und wenn Sie mal über das Haar schauen, in dem Kreis zeigt der Zeiger nach oben schräg links, der zeigt dorthin, von wo der Wind weht. Wir haben also nordwestlichen Wind. Und wenn Sie an den Masten nach oben schauen, dann sind zur rechten Seite so 2 waagerechte gestreifte Kellen zu sehen. Eine Kelle hat den Wert von 2 Windstärken. Also 4 Windstärken vor Helgoland. Und wenn Sie jetzt nach links sehen, über den B, der Zeiger nach unten schräg links, also das ist südwestlicher Wind. Und wenn Sie da am Mast hochschauen, ist ja auch der eine, der Hakfuhr, den haben Sie wohl nicht ganz hochgezogen. Nee, den haben wir bewusst hochgezogen.
Ja, wie gesagt, wenn die Dinger waagerecht stehen, sind das zwei Bettstellen. 2, 4, 6, 8, geht wunderbar. Was machen wir mit 1, 3, 5 und 7? Dann lassen wir ein, wie er drunter hängt, immer auf halb 7 hängen. Also 3 Bettstellen von Bord. Ja, wir wollen wenden, hinter uns drängen schon jemand. Ja, fahren mit Erfolg. Jetzt geht aus dem Weg. Da rechts neben uns unser Zoo am Meer. Links unsere Sportbootschleuse, die den Weg freigibt zum neuen Hafen. Daneben der schöne alte Leuchtturm, unser Simon-Losche-Leuchtturm. Ich finde immer, das ist noch einer der schönsten Leuchttürme, die wir in ganz Deutschland haben. Er ist nicht nur Baudenkmal, er ist auch noch Seezeichen, also für die Schifffahrt immer noch verbindlich. Ja. Da links neben uns, das ist der neue Hafen. Ich finde, das hört sich immer gut an. Wir haben den neuen Hafen, wir haben den alten Hafen. Ich muss aber dazu sagen, der neue Hafen ist nur 10 Jahre jünger als der alte Hafen. Der alte Hafen ist ja der Bremer Hafen, da ging es mal los. Aber der war nach 10 Jahren schon wieder zu klein. Und da hat man Hafenbecken hinten dran gehängt. Den hatte man den neuen Hafen. Aber der auch wurde wieder zu klein, also hat man wieder ein Stück dran gehängt. Und so ging es eigentlich in der Entwicklung unserer Stadt immer weiter. Inzwischen haben wir Hafenanlagen in einer Gesamtlänge von 13 Kilometern. Und das erkläre ich den Gästen dann immer damit, dass ich sage, nun wissen sie auch, warum sie im Hafenbus sind. Ja, wir können nämlich nur am Hafen langfahren. Wir haben eigentlich überall immer wieder Hafenanlagen in unserer Stadt, die wir zeigen können. Ja, wir werden jetzt hier auf der Kolumbusstraße nach rechts weiterfahren. Das Columbus Center kennen Sie alle. Ist in den 70er Jahren hier entstanden. Ich muss dazu sagen, der alte Hafen, den Sie jetzt hier rechts neben uns sehen, war früher fast doppelt so breit. In den 70er Jahren haben wir Stadtfriedung gehabt. Wir haben gesagt, Hafenanlagen brauchen wir nicht in der Stadt. Den Deich haben wir, Wasser vor der Tür haben wir auch genug. Hafenanlagen in der Stadt sind viel zu teuer zu unterhalten. Geht schon auf über halb zu, da bauen wir das Kolumbus dabei. Ich glaube, wenn wir das Auto nochmal entscheiden sollte, dann würde man sich möglicherweise anders entscheiden. Manchmal brauchen wir den Platz. Wir haben es vor ein paar Wochen erst gemerkt, als wir Sale hatten, da war hier wirklich der Hafen dicht und voll. Ja, unsere Innenstadt selbst ist dabei sehr konzentriert. Ich merke das immer, wenn ich auswärtige Gäste hier begleiten darf. Die sind immer sehr, sehr angenehm überrascht, dass man wirklich in der Innenstadt unterwegs ist, eigentlich alles mit ein paar Schritten zu Fuß erledigen kann. Ja, wir haben fast alle Museen, bis auf das Historische Museum, das sind ein paar Schritte weiter, aber alle anderen Museen direkt hier an der Wasserkante. Wir haben die großen Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben unseren Deich, den besten Aussichtspunkt der Stadt, nämlich das Atlantic Shell City Hotel mit seiner Aussichtsplattform oben drauf. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich das überlegen, haben wir eine Innenstadt, die fast komplett überdacht ist. Also bei unserem Bremerhavener Skitrainer, was wir ja alle schon so gut kennen, nehme ich an, können wir ohne Scham die Innenstadt durchqueren und haben damit keine Probleme. Ja, auch wenn Sie Gäste haben, vielleicht weisen Sie ruhig mal darauf hin. Wenn man hier links geradeaus auf den Deich geht, kommt man zu unserem Strandbad. Und man hat jetzt die einzige Strandbad, die einzige Großstadt mit einem Strandbad mitten in der Innenstadt. Nur mit dem Schwimmen gehen, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ne? Bei Ebbe haben wir oft genug eine Fließgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometer. Also es könnte ganz schnell passieren lassen, weil auch wenn man der beste Schwimmer ist oder meint es zu sein, schneller auf Helgoland ist, als man möchte. Also bitte nicht reinspringen, das ist lebensgefährlich. Ja, wir halten keinen Augenblick mal hier, denn wir stehen hier im Moment eigentlich an der Wiege Bremerhavens. Wir sind ja der Bremer Hafen. Gebaut von den Bremern, 1827 haben die ein Grundstück gekauft, um hier den Bremer Hafen zu bauen. Und an diesem Hafen haben sie 4 Jahre gebaut. Und wenn Sie jetzt mal nach vorne schräg rechts aus dem Busch schauen, also da wo die alten Schiffe liegen, das ist der Bremerhaven. Und ich habe Ihnen gesagt, 4 Jahre haben die da dran. Und jetzt kommen gleich einige von Ihnen und sagen, was 4 Jahre?
den kleinen Hafen, ich habe euch noch Zeit gelassen. Ja, es gab noch keine Bagger, es gab noch keine Planierraupen. Das war Arbeit für Spitzhacke, Schaufel, Spaten, Schubkarre, Pferdefuhrwerk. Und ich finde, die haben damals noch eine Wahnsinnsleistung gebracht. Ja, heute ist der alte Hafen, der Museumshafen mit unserer Museumsflotte, mit ganz alten Schiffen, die hier ihren Liegeplatz gefunden haben, aber auch mit ganz modernen Gebäuden in der, zur Seite hin. Wenn Sie nämlich mal nach rechts rüber schauen, dieses große braune Gebäude mit den gleichmäßig großen weißen Fenstern. Also für viele Leute sieht dieses Gebäude immer aus wie ein Oceanliner, wie ein großes Schiff. Ja, so mit dem Bug nach rechts, die Aufbauten, die Brücke, Brücken noch, drei Schornsteine oben drauf, Alfred Wegener Institut. Das Institut für Polar- und Meeresforschung. Hier kümmern wir uns um das Klima der Vergangenheit, das Klima der Zukunft. Ja, soweit ich weiß, über 700 Wissenschaftler. Wobei nicht alle hier in Bremerhaven sitzen, ein Teil auch in New Orleans und auf Spitzbergen. Auf Sylt, auf Helgoland, in Potsdam gibt es auch eine Forschungsstation und ein ganz kleiner Teil der Wissenschaftler, ich nenne sie immer die ganz harten, die arbeiten an unserem achten Stadtteil in der Antarktis, auf der Neumeier-Station. Ja, da kann man auch das ganze Jahr über in einer Station leben und sitzt eigentlich auf dem ewigen Kühlschrank und kann ganz, ganz weit in die Vergangenheit schauen. Ja, das ist ein Teil, den wir hier in Bremerhaven abdecken, Wirtschaft, Wissenschaft, und auch unsere Hochschule im Hintergrund. Aber wir werden im Moment jetzt mal wenden, fahren eigentlich noch mal so auf den Lindenstadtbereich zu, den Sie aber ja sicher alle schon kennen. Wir fahren dann auch direkt auf das Deutsche Schifffahrtsmuseum zu. Das ist übrigens ein Nationalmuseum und ich glaube, jeder, der Fragen hinsichtlich Schifffahrt oder Schiffbau, Marinewesen oder ähnlichem hat, wird alle seine Fragen auch hier beantwortet bekommen. Ja, wenn Sie jetzt mal nach rechts schauen, was so in den oberen Bereich der Schaufensterscheibe, was da oben unter der Decke hängt, das ist kein Dinosaurier, das ist ein Pottwal. Ich kenne den noch, als der hier ankam, fürchterlich gestumpft. Ja, der wog 37 Tonnen. Wenn man da mal präpariert, um den Menschen zu zeigen, wie groß diese Tiere sind. Und wenn Sie das Boot, was Sie da eben an der Erde neben dem Skelett gestanden hat, gesehen haben, das waren früher die Jagdboote. Die hatten 6 Mann Besatzung. 4 Mann fuhren Maschine, die mussten rüber. Einer ging rüber, der steuerte das Schiff und der mit den stabilsten Oberarmen, der kriegt immer die Atomkette. Und die Jungs waren unwahrscheinlich erfolgreich. Ja, was braucht man von Wahlen? Die Fette waren wichtig. Aus den Fetten hat man Schmierstoffe hergestellt, da hat man Seife, da hat man Waschmittel draus hergestellt. Und der Tran war ganz was Besonderes. Ich glaube, wir alle, und Sie zukünftig auch, wenn Sie nicht so direkt noch Luftlaufbranche sind, wir kennen alle den Begriff Tranfunzel. Ja, das ist so die Bezeichnung für ganz trübes Licht. Ja, man hat den Tran verbrannt, hat man seine Wohnung mit beleuchtet, Petroleum war zu teuer, konnte man sich nicht leisten. Ja, wir werden jetzt gleich rechts rum Richtung Fischereihafen fahren. Für Sie immer noch mal eben so der Blick geradeaus, ein bisschen schräg rechts. Der rote Gebäudekomplex hier rechts von uns, unsere Hochschule Bremerhaven. Noch, sag ich mal, ruhig verhältnismäßig jung. Gut 3000 Studenten sind insgesamt eingeschrieben. Und 900 haben wir vor ein paar Tagen erst als Erstsemester hier begrüßt. Die sind im Moment mit der Weserfähre draußen unterwegs und feiern schon mal ein bisschen. Die werden schon mal so ein bisschen von dem nächsten Jahrgang da an die Hand genommen, damit ihnen die Zeit hier ein bisschen leichter wird. Ja, wir unterrichten hier an der Hochschule die unterschiedlichsten oder decken die unterschiedlichsten Fachbereiche ab. Ein Fachbereich finden wir ganz besonders gut, Seetouristik. Seetouristik ist der Ausbildungsberuf, den die jungen Menschen auswählen, wenn sie für die Kreuzschifffahrt zuständig sein wollen, dann kommen sie hier zu uns nach Bremerhaven. Sie können nur nach Bremerhaven kommen oder nach London. Das sind die beiden Hochschulen, die dieses Fach überhaupt unterrichten. Ja, wenn Sie hier unterwegs sind, wir fahren immer bergauf, dann sage ich immer ganz salopp, wir fahren jetzt auf unseren Hausberg. Und wenn dann die Menschen aus dem Süden anfangen zu lachen, dann sage ich 863 Zentimeter hoch. Und dann habe ich alle Lacher auf meiner Seite. Ist tatsächlich die höchste Straßenerhebung, die wir hier überhaupt haben. Wir sind in über den Deich gefahren. Ja, das ist Deichhöhe. Das ist die gleiche Höhe, wie Sie auch vorne in der Strandhalle haben oder hinten im Containerterminal. Das ist die Höhe, die uns schützt vor Hochwasser. Und wir sind ja ganz hoffnungsvoll, dass das auch für die Zukunft reicht. Denn irgendwo wird sich am Klima was ändern und
Wir haben in den letzten Jahren unseren Deich im Innenstadtbereich schon um 2 Meter erhöht und wir hoffen, dass wir damit die richtige Entscheidung und die ausreichende Entscheidung auch getroffen haben. Ja, wenn wir eben mit Ihnen über die Kennedy-Brücke gefahren sind, dann sind wir aus dem Stadtteil Mitte in den Stadtteil Geestemünde gefahren. So aus der Geschichte heraus, die Geestemünder, es waren keine Bremer Hafner. Ich kenne das auch noch, als ich Jugendlicher war oder kleiner Plöks war, wenn man mit mir in die Innenstadt musste, dann hat sie mir gesagt, komm mein Junge, zieh dir die sottersten Plöks an, wir fahren nach Bremerhaven. Das war immer der Moment, wenn wir über die Geestebrücke gingen. Ja, dann waren wir in Bremerhaven und sonst waren wir Geestemünder. Da haben wir ganz besonders Wert drauf gelegt. Ja. Ja, ich habe Ihnen vorhin erzählt, wir haben Hafenanlagen in der Stadt, überall. Rechts hier neben uns, das ist der ehemalige Handelshafen. Heute ist es der Heimathafen des Weser-Yachtclubs. Ja. Ich finde es fantastisch, ja, einen Yachthafen mitten in der Innenstadt zu haben. Auf dieser Straße, auf der wir im Moment übrigens fahren, das war früher die Grenze zwischen rechts Bremen und hier Preußen. Wenn man hier über die Brücke kam, hier rechts von uns, dann musste man Zoll bezahlen. Wenn Zoll aber richtig Geld verdient. Schauen Sie mal hier nach links, da hat sich das Zollamt dahingestellt. Das ist ein ganz fantastisches Gebäude. Ne? Heute gibt es hier nichts mehr zu verdienen. Der Zoll ist nach Hamburg gezogen. Jetzt sind es Stadtwohnungen. Ich finde die Lage fantastisch. Sogar die Nachbarschaft. Mit der Polizei. Das Gebäude. Das ist die ehemalige kaiserliche Post. Ist doch schon was, ne? Wenn man so die Wohnung neben der kaiserlichen Post. Ja, wir fahren weiter Richtung Fischereihafen. Wo ist dieser lange Gebäudekomplex hier rechts neben uns? Das ist der ehemalige Geestemünder Güterbahnhof. Das war der erste Bahnhof in Bremerhaven. Die Bremer hatten sich ja hier das Grundstück gekauft, haben den Hafen gebaut und hatten sich vorgenommen, wir werden die Fracht, die hier ankommt, mit Pferd und Wagen zwischen Bremen und Bremerhaven hin und her transportieren. Die haben nur nicht damit gerechnet, dass dieser Hafen so wunderbar angenommen wurde. Hier kam so viel Fracht an, dass sie mit Pferd und Wagen da gar nicht gegen ankamen. Und so hat man sich ganz schnell entschlossen, hier eine Bahnverbindung zu errichten. Und das war für die Entwicklung der Stadt ganz besonders wichtig. Ja, wir haben auch sogar das letzte Büchsenlicht. Wenn Sie hier so nach rechts schauen, dieser große Gebäudekomplex liegt heute leider ganz, ganz ruhig. Da ist nichts mehr los, das ist unser ehemaliger Schichau-Seebeck-Werft. Es war so in den 50er, 60er Jahren eine Werft mit ganz, ja, großem Umsatz. Hier wurden Fischdampfer gebaut in Serie. Und wenn die damals hier Fischdampfer gebaut haben, haben wir das in der ganzen Stadt gehört. Damals hat man die Stahlplatten noch miteinander vermietet. Und diese Mietherren, die hörte man überall. Das war immer so die Musik. Ja, die haben was zu tun, da ist Arbeit. Nur leider ist es inzwischen hier sehr, sehr ruhig geworden. Und wir wissen, dass wir hier wahrscheinlich auch nie wieder ein komplettes Schiff bauen werden. Ja, ich nehme mal an, die meisten von Ihnen, oder vielleicht auch schon alle, sind hier in diesem Bereich auch schon mal unterwegs gewesen. Wir haben ja direkt vor uns, voraus, unser Schaufenster Fischereihafen. Wir fahren gleich mit Ihnen ein ganzes Stück durch den Fischereihafen. Auch hier hat sich in den letzten 50 Jahren Erhebliches getan. Also nach dem Zweiten Weltkrieg damals war der Fischereihafen von Bremerhaven mal der größte des europäischen Kontinents. Hier haben damals über 10.000 Menschen gearbeitet. Und wir haben vor, wir tun mal etwas, was Sie sonst nicht erleben werden. Einmal, Sie sind am Hafenbus, der macht sowieso immer, was er will. Und zum anderen möchten wir versuchen, da über das Gelände zu fahren. Aber scheinbar müssen wir entweder ganz dicht dran und wenn es nicht geht, wieder zurück. Ich weiß nicht, wo der Empfänger dafür ist. Ja,
selbst. Ja, irgendwie sind die hier im Schaufenster ein bisschen unfreundlich mit uns, die wollen uns nicht fallen lassen. Na, auch so. Da ist die Batterie. Okay. Also. Ja, wir hatten eigentlich vor, wir wollten mit ihnen da mal eben ganz quer rüberfahren über das Schaufenster, aber das hat man uns hier nicht zugestanden. Wir werden nun gleich wenden und dann über die Rampe fahren. Ja, unser Schaufenster Fischereihafen ist heute quasi das Eingangstor für die, für viele, viele Gäste. Ganz offen, vor 20 Jahren hätten wir in diese Ecke hier keine Gäste geführt. Ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, da gab es viele Betriebe, die hatten schon lange ihren Betrieb aufgegeben, Fenster und Türen waren mit Bretter vernagelt und das ist dann nicht die Ecke, in die man sich Gäste einlädt. Aber dann haben wir das, glaube ich, mal so richtig aufgeräumt und wir haben es, glaube ich, richtig gemacht. Also ich kann es bestätigen als Gästeführer, hier ist die ganze Woche über der Teufel los. Am Wochenende noch besonders, wenn ich hier in Reisebusse mit den Gästen komme und man hier nach Bremerhaven kommt, dann Bremerhaven wird immer noch ganz intensiv in Verbindung gebracht mit Fisch. Und wenn man dann im Fischhafen hier ist und die Restaurants nutzen kann, die hier sind und auch vielleicht mal ein bisschen Räucherfisch mit nach Hause nehmen kann, dann sind die Gäste also ganz besonders hier davon begeistert. Hier im Schaufenster Fischereihafen gibt es auch neben den Restaurants ein großes Theater, das Theater im Fischereihafen, das TIFF, oder unser Seefisch-Kochstudio. Das empfehle ich immer den Hausfrauen, die sagen, hey, Fisch macht mir zu viel Arbeit, habe ich keine Lust zu. Gehen Sie mal rein, da gibt es einen Koch, der Ihnen das zeigt, wie man mit wenigen Handgriffen aus einem rohen Fisch ein ganz leckeres Menü bereiten kann. Und das Tollste an der ganzen Veranstaltung finde ich immer das, dass man hinterher, wenn der Koch seine Arbeit getan hat, ins Restaurant geht und das alles auflassen kann, was man dort vorbereitet hat. Und so hat man dann mal die Möglichkeit und kann sich so querbeet durch den Fisch mal so richtig durchfuttern und feststellen, was schmeckt mir davon eigentlich am besten. Ja, ich hatte erzählt, unser Fischereihafen war damals in den 50er Jahren der größte des europäischen Kontinents. Mehr als 10.000 Menschen waren hier in Arbeit. Übrigens, wenn man die damals fragte, sagte, sag mal, wo arbeitest du? Kam immer die gleiche Antwort, in den Fisch. Das war immer so die Kurzausgabe. Jeder wusste, was damit gemeint ist, aber in den Fisch, das war schon was Besonderes. Wir hatten damals sogar hier in Bremerhaven eine Straßenbahn. Und da gab es die Linie 4, die fuhr immer vom Hauptbahnhof bis in den Fischhafen. Und da stieg man nur dann ein, wenn man nur unbedingt musste. Denn wenn man da nur drei Haltestellen mitgefahren war, dann braucht man genauso wie der Fischhafen. Ja, das gehört halt dazu. Wenn Sie das heute gerne machen möchten, dann empfehle ich Ihnen, wir haben hier unten im Schaufenster Fischereihafen eine Räucherei. Da können Sie zuschauen, wie aus dem silbernen Hering ein goldener Pickel wird. Nur wenn Sie die ganze Zeit daneben gestanden haben und gucken, dann empfehle ich Ihnen, machen Sie hinterher einen langen Spaziergang. Ja, sonst spricht Sie jeder im Bremerhaven an. Was für den Fischhafen? Hast du mal zugeguckt? Ja, das weiß dann jeder. Ja, wir werden mal eine ganze Strecke hier durch den Fischereihafen durchfahren. Rechts neben uns nochmal das Schaufenster Fischereihafen. Übrigens die lange Halle, die sich hier so hinter der Grünanlage verbirgt. Das ist eine ehemalige Packhalle. Die wurde für den Fischereihafen damals in der Form genutzt. Das war eine Halle, in der viele kleine Firmen tätig waren. Die haben den Fisch kommissioniert, also in kleinere Partien aufgeteilt, um für den Handel das dann vorzubereiten. Der Fischdampf war im Hintergrund unsere Gera als Museumsschiff. So sahen die Fischdampfer damals aus hier, die hier gebaut wurden. Und wir neben uns kümmert man sich ganz intensiv auf der rechten Seite um Lebensmittelforschung. Denn neben der Lebensmittelverarbeitung, wie gesagt, die Lebensmittelforschung hat hier auch ihr Zuhause gefunden. Auch hier gibt es Restaurants,
die sich mit dem Fisch dabei ganz besonders beschäftigen. Oder aber auch, wenn man einen Fisch mit nach Hause nehmen möchte, in den Heim direkt zum Beispiel, sind einige Einzelhandelsunternehmen, die auch Ihnen den Räucherfisch für zu Hause gerne mitgeben. Ja, heute sind wir hier im Fischereihafen wieder mit fast 9000 Menschen beschäftigt. In der Fischverarbeitung, in der Lebensmittelforschung und ganz besonders im Bereich Tiefkühlkost. Sie kennen alle unsere Produkte. Ich höre das auch immer von den Gästen, wenn die von auswärts kommen. Jo, da habe ich schon von gehört. Ich brauche ja nur in meinen Supermarkt zu gehen. Ich gucke ab und zu mal unter den Karton, was da drauf steht. Und manchmal steht auch Bremerhaven drauf. Und wenn ich dann sage, wenn hier inzwischen 9000 Menschen tätig sind, dann bin ich immer der Meinung, zwei dieser Menschen kennen alle in Deutschland. Sie sicher auch. Sogar mit Namen. Der eine heißt Captain Iglu. Können Sie, ne? Und der andere ist Peter von Forster, der wohnt gleich auf einer Straßenseite. Und wenn ich auf Captain Iglu zu sprechen komme, dann fällt den Menschen immer ein, ja, da gibt es doch Fischstäbchen, ne? Und inzwischen sind wir ja schon bei manchen Gästen von auswärts so da im Hinterkopf abgespeichert, auch die Bremerhaven, das sind die mit den Fischstäbchen, die Fischstäbchenstadt. Wissen Sie, wie viel wir da von jedem Tag herstellen? 7,5 Millionen Stück. Dann schütteln manche den Kopf und sagen, oh nee. Kinder freuen sich und sagen, jo, prima. Und da haben wir auch gar kein Problem, die Dinger loszuwerden. Ne? Sie verpacken wir in die unterschiedlichsten Kartons und ja, die exportieren wir zwischen Portugal und Finnland über ganz Europa. Ja, hier rechts wohnt Peter von Forster. Auf der gegenüberliegenden Seite war eben die Heimat von Captain Iglu. Ja, ein kleines Stück voraus. Wir waren mit Ihnen noch mal einen kurzen Moment wieder ans Wasser heran. Denn auch hier im südlichen Bereich unseres Fischereihafens sind einige große Firmen tätig. Für den Transport des Fisches natürlich mit den Speditionsbetrieben. Aber wir müssen den Fisch auch irgendwie hierher kriegen. Also auch sind hier an dem Kalienbereich dort hinten Liegeplätze für Fischereischiffe, die hier abgefertigt werden. Wir gucken uns immer so ein kleines bisschen an, indem wir wieder mal kurz dran vorbeifahren. Ja, das hier rechts ist die Mark, Heimathafen Rostock. Vielleicht darüber die Berichte in den letzten Tagen. Was in charge of those ships? Do you hear me? He was in charge of putting the containers on the ship. Regelmäßig wieder in Zukunft auch zu uns kommen soll, seinen Fisch hier abliefern soll. Ja, vor uns rechts im Wasser so ein bisschen schwimmen die Bredo, Bremerhavener Dockgesellschaft, ein Schiffsreparaturbetrieb. Hier dann ein paar Auflieger, also Schiffe, die im Moment keinen Auftrag haben. Und mal ein bisschen warten, bis sie wieder Arbeit bekommen. Und auf der linken Seite dieser flache Gebäudekomplex, das ist die Firma Nordseeram. Nordseeram ist der, ja, ich glaube in Europa eines der größten Fliesenhersteller überhaupt. Früher waren es die Italiener, die mit italienischen Fliesen also den europäischen Markt versorgt haben. Inzwischen, glaube ich, haben wir es hier mit Nordseeram geschafft, den Italienern da ganz große Konkurrenz zu machen. In diesem Bereich des Hafens haben wir uns bis vor einiger Zeit auch ganz intensiv beschäftigt mit dem Bau von Offshore-Windkraftanlagen und Windkraftanlagenteilen.
hier sind die Fundamente gebaut worden, hier sind die Turmteile, oder auch die Generatoren und die Flügel produziert worden. Im Moment ist hier leider nicht mehr so viel los. Ja, Sie haben das in der Presse alle mitbekommen. Die Parks in der Nordsee sind fertiggestellt. Die Zukunft der Windenergie hat so einen kleinen Knacks bekommen. Ist noch ein bisschen abgeknickt, diese Aufwärtskurve. Es hat natürlich dann auch in der Industrie sofort ein Anhalten gegeben, dass man sagt, bevor wir weitermachen und noch mehr Verluste machen, hören wir ganz auf. Für uns in der Stadt ist das nicht ganz so einfach, es sind auch viele Arbeitsplätze dadurch wieder frei geworden. Wir wünschen uns ganz von ganzem Herzen, dass das Ganze wieder ein bisschen mehr in Gang kommt. Es gibt immer noch intensive Verhandlungen und Gespräche und Pläne, die man fortsetzt. Wir wollen hier ja im Blexer Bogen, das ist der Teil der Weser, wenn man hier jetzt so Richtung Dornhamm rüberschaut, ein großes Terminal bauen, Offshore-Terminal, Bremerhaven, OTW wird es genannt. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Wichtig wäre schon für unsere Stadt, wenn es dort weitergeht, dann wir brauchen die Arbeitsplätze. Das ist ganz besonders wichtig hier für uns. Ja, ich bin eben angesprochen worden hier unten. Dafür hat man den Flughafen geopfert. Man betreibt ihn noch. Ja, also Flugzeuge starten noch, landen noch. Aber das ist, wie ich das weiß, nur noch vorübergehend. Das ist der Airport, wo Dennis Clark hat seine License, seine Pilot-License. Ja, den Fischereihafen haben wir jetzt langsam wieder verlassen. Wir kommen jetzt fast an das südliche Ende unserer Stadt an. Wir sind hier im Stadtteil Wulsdorf. Wenn man sich das so vorstellt, ganz früher waren Wulsdorf, Estendorf, Lehe, Imsum, Spaden, Wennewagen. Das waren alles kleine Dörfer. Ja, diese Dörfer sind erst durch den Bau des Hafens, durch die Entwicklung der Stadt, der Hafen war der große Arbeitgeber. Viele Menschen haben hier Arbeit gefunden und sich damit auch ein neues Zuhause aufgebaut. Und so ist unsere Stadt eigentlich damals richtig in Gang gekommen und bis heute immer gewachsen. Ja, als man damals das Grundstück hier gekauft hatte von dem König Georg van Hannover, gab es von einem Tag auf den anderen hier plötzlich 16 Bremerhavener. Die wohnten auf dem Grundstück, wo wir vorhin ja, den Hafen uns angeschaut haben. Den hat die Bremer, die hat König Georg den Bremer gleich mitverkauft. Das war so unsere Grundausstattung. Wir haben uns ein bisschen dran gehalten. Ja, und inzwischen sind wir eine Großstadt. Ja, bis vor kurzem waren wir noch 14.000 Einwohner, jetzt sind wir glaube ich 14.063. Wir müssen sie dazu zählen, ne? Die gehören dazu. 14.000 Ja, wir werden jetzt einmal so ganz lang durch Bremerhaven durchfahren. Das fällt auch den Menschen immer wieder auf, wenn sie bei uns zu Besuch sind, dass sie mir sagen, Mensch, eure Stadt, die hat eine ganz eigenwillige Form. Das kann ich nur bestätigen. Ich sag mal, Bremerhaven hat so die Form eines schmalen, langen Handtuchs. Sie ist 16 Kilometer lang und an manchen Stellen nur 3,5 Kilometer breit. Ja, die ganz großen Straßen, die durch unsere Stadt führen, sind immer in Nord-Süd-Ausrichtung. Also man kann, wenn Sie Besuch erwarten und der ist das erste Mal hier in der Stadt, kann sich dem eigentlich immer nur sagen, wenn du eine gerade Straße vor dir hast, fahr immer geradeaus. Dann kommst du von der einen Seite in die andere, ganz andere Ende der Stadt. Man kann sich gar nicht verfahren, das geht überhaupt nicht. Yeah.
südlichsten Punkt auf unserer Strecke, haben wir schon eine Weile hinter uns. Es geht jetzt wieder Richtung Stadtteil Mitte, besser gesagt Richtung Stadtteil Lehe. Wir werden mit Ihnen durch den Stadtteil Mitte, dann den Stadtteil Lehe, dann durch Speckbüttel, dann nach Wettewagen und dann durch den Hafen wieder zurückzufahren. Also wenn, dann zeigen wir in Bremerhaven ganz. Und ich muss auch irgendwie Ihnen nachweisen, dass Bremerhaven ein schmales, langes Handeln ist. Ne? Ja, falls Sie mal gefragt werden, warum heißt diese Straße Georgstraße? Welcher Georg ist damit gemeint? König Georg von Hannover ist damit gemeint. Das war der Mann, der den Bremern das Grundstück verkauft hat. Und ihm zum Andenken, wie gesagt, hat man diese Straße hier so benannt. Das war früher immer schon eine der Heerstraßen, also der Verbindungsstraßen zwischen den einzelnen Dörfern. Und wenn Sie vielleicht Geestemünder sind, dann kennen Sie hier auf der rechten Seite eine schöne alte Kirche, die Marienkirche. Die Marienkirche ist schon in ganz alten Bildern der Stadt verzeichnet. Es gibt einen Kupferstich im Historischen Museum. Da steht ein schwedischer Hauptmann von Wrangel und sitzt auf seinem Pferd vor einer Kirche. Und das ist die Marienkirche, die wir hier immer noch haben. Und wenn man die Straße von dort aus, die da auch auf diesem Bild mit eingezeichnet ist, weitergeht, kommt man an einer Mühle vorbei. Und das ist die Mühle, nach der die Straße an der Mühle ihren Namen bekommen hat. Die gab es ja noch bis fast Anfang der 50er Jahre. Man hat das Ding dann abgerissen. Für die vielleicht alten Bremerhaven, die wiedergekommen sind, die sich noch so ein bisschen hier auskennen. An der Mühle gab es früher mal eine Molkerei. Und dahinter stand die Mühle. Ja, wir werden jetzt Richtung Borjestraße fahren, um dann zur alten Geestebrücke zu kommen. Müssen wir hier so lang fahren, hier wo das Haus des Handwerks ist. Hier drunter war früher Wasser. Hier gab es einen Hafen. Der hier reingeht, vielleicht können Sie die Straßenbezeichnung dort hinten, da gibt es die Sägestraße. Das war nämlich früher beim Holzhafen ein großes Sägewerk von Magister Krüger. Die haben damals die Flussbaumstämme eingeschnitten. Dieses Material brauchte man für den Hausbau, für den Schiffbau. Und aus der Zeit war noch dieser alte Hafen hier drin, der ist in den 60er Jahren ist der. Tja, wenn man diese Straße hier fährt, kann man doch so ein bisschen aus der alten Zeit wieder was sehen. Hier gibt es immer noch Straßenbahnschienen. Wenn Sie die Straße bei Tage mal durchfahren, schauen Sie mal auf das Pflaster darunter, die hier dann fuhren, die über die Geestebrücke kamen, um dann von hier aus auch Richtung Hauptbahnhof zu fahren. Aber wir fahren gleich hier links rum, fahren über die Geestebrücke, die alte Geestebrücke. Und wenn wir so über die Geestebrücke fahren, vielleicht auch noch mal so ein kleines bisschen daran denken, was ganz früher war. Als die Bremer hier noch gar keinen Hafen gebaut hatten, war dieser Flusslauf eigentlich für die Schifffahrt schon immer Anlaufpunkt. Ganz bestimmt dann, wenn die Segelschiffe von draußen kamen, draußen so einen richtigen Sturm erlebt hatten. Dann gab es immer die gleiche Anweisung, wir laufen erstmal hier die Geste an. Und dann kommen wir alle an Deck und dann gucken wir mal, was nach dem Sturm alles noch heil geblieben ist. Da war vieles zu reparieren. Und hier gab es kleine Reparaturdienstleister, hier an der Geste. Hier gab es übrigens den ersten Fischereihafen. Von hier aus, von dieser kleinen Geste, ist sowieso der erste Fischdampfer losgefahren, dieser Gitter von der Firma Busse. Deswegen das Busse-Denkmal, was wir hier oben an der Ecke an der Kurve haben.
Ja, und an dieser Geste sind aus diesen kleinen Reparaturdienstleistern später sogar weltberühmte Werften geworden. Ich denke da an Lange, an Wenke, an Rickmoss, an Tecklenburg. Das sind alles Namen der Schiffer, die haben heute noch Klang, egal wo sie hingehen. Und die hier an dieser kleinen Geste, wir fahren ja jetzt so parallel dazu, jetzt auf der Deichstraße, sind damals Segelschiffe gebaut worden, die fahren zum Teil heute noch. Eines der bekannten ist, glaube ich, die Staatsratslehmkuhl, ein Schiff der Norweger, hier gebaut bei Tecklenburg. Oder die ehemalige Padua. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen das Schiff. Besser unter dem heutigen Namen heute als die Großenstern. Die Großenstern wäre ja hier zur Sail hat, an der Seebäderkaille gelegen. Vielleicht haben viele von Ihnen sich das Schiff auch mal ein bisschen genauer angeschaut. Das ist gebaut worden hier in Bremerhaven. Hier, ja, der kleine Geste bei Tecklenburg. Wenn ich da so drüber nachdenke, bin ich immer ganz stolz auf meine Urgroßväter. Ich sage immer, die haben damals Schiffe gebaut, die fahren heute noch. Ich sage mal, sie sollen erstmal beweisen, dass wir das auch kriegen. Ne? Und dabei fällt mir auch ein, hier an der kleinen Geste ist übrigens das größte Segelschiff der Welt gebaut worden. Ein 5-Mast-Vollschiff, die Preußen, kommt hier von uns aus Bremerhaven. Auf diese große Kreuzung zu, Freigebiet. Links neben uns das Hochhaus war übrigens das erste Hochhaus Bremerhaven. Da hat es mit angefangen mit den hohen Häusern, wie man so schön sagt. Und die Leutstraße, also hier nach links rein, war schon immer Hauptverkehrsstraße Richtung Kreatur. Und hier rechts, wo wir jetzt eigentlich Richtung Autobahn oder Richtung Stresemannstraße fahren können, das war eigentlich die Hauptzufahrt zur Rickmoswerft. Da wo heute das Arbeitsamt steht, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, in dem Vorgang steht so ein altes Tor, RC, und ein paar Jahreszahlen da dran. Das war das Eingangstor für die Rickmoswerft. Hier wurden die Schiffe gebaut und wenn Sie mal ein bisschen genauer sich das anschauen, hinter dem Arbeitsamt steht auch noch ein großer Kran. Der soll immer noch so ein bisschen daran erinnern, hier haben wir mal Schiffe gebaut, wie jetzt wieder dann auf der rechten Seite. Ja, wir fahren jetzt hier mit Ihnen durch die Hafenstraße. Diese Ecke hier oben nennt sich Gramlea Tor. Ich kann mich sogar noch erinnern, das war früher mal ein Tor. Hier gab es sogar einen Bahnübergang. Die Züge kamen nämlich hier von der Rickmoswerft, sind hier quer über die Straße gefahren, geradeaus um den Hintergrund in den Hafen. Da gab es hier sogar noch eine kleine Station oder Zug anhielt, da gab es eine große Rösterei, Kaffeerösterei, Schutzkaffee, die hatten dort ihr Lager und da fuhr immer noch ein Zug hin, der den Rohkaffee dann aus Bremen hier nach Bremerhaven brachte. Ja, wenn Sie hier vielleicht mal so bei Tageslicht durch die Hafenstraße spazieren gehen oder langsam mit dem Auto fahren, habe ich mal einen Vorschlag, wenn Sie dann denken, schauen Sie sich die Fassaden der Häuser mal genau an. Die meisten der Häuser haben bis zur ersten Etage den gleichen Baustil und darüber verändert sich der Baustil. Das liegt daran, dass man diese Straße hier gebaut hat, erst nur eine Etage obendrauf. Weil da reichte das Geld nicht. Und dann hat die Stadt hier noch seine Blütezeit echt erlebt. Hier wurde Geld verdient, hier wurde auch Geld investiert. Und dann hat man später noch 2 oder 3 Etagen oben drauf gebaut. Und inzwischen hatte sich der Geschmack geändert, die Stilrichtung verändert. Und so hat man dann in dem neuen Stil die Häuser oben erweitert. Und das kann man heute noch ganz fantastisch an einigen dieser Gebäude dann erkennen.
Ja, hier rechts rein geht's zur Schule, das ist die Lessing-Schule, das ist hier rechts neben uns die Melchior-Schwohn-Straße. Melchior-Schwohn war damals ein ganz besonderer Mann für Bremerhaven. Melchior-Schwohn hatte die sogenannten Wasserlieferungsrechte bekommen. Der Wort durfte Trinkwasser an die Schiffe verkaufen und an die Menschen, die hier lebten. Und deswegen gibt es auch hier so ein Stückchen weiter nach vorne hier auf dem kleinen Park im Hintergrund noch einen Wasserturm. Das ist der Schwohnsche Wasserturm. Da wurde das Wasser auftransportiert und dann durch das Leitungssystem in die Häuser transportiert, sodass jeder noch einigermaßen Druck auf den Wasserhahn hatte. Also wie gesagt, da hat es mal angefangen. Ja, wir verlassen jetzt die Hafenstraße, fahren mit ihm weiter gen Norden mit so einem kleinen Knick dazwischen durch die Lange Straße. Die Lange Straße ist immer noch so in der Formel der Linienführung genauso erhalten geblieben, wie sie ganz früher mal entstanden ist. Und wenn wir dann so durch diese Straße fahren, wir sehen auch vielleicht mal so mal genau auf die Hausfluchten, wenn Sie da achten möchten. Die stehen manchmal quer zur Straße. Die sind also richtig winklig, kantig, so quer reingestellt worden. Die modernen Häuser hat man angepasst, ist klar, aber wenn wir ein Stückchen weiter vorfahren, dann sehen Sie das, dass die Häuser direkt so hier nebeneinander gestellt waren und man eigentlich die moderne Straße nur wieder dazwischen durchgelegt hat. Hier können Sie es, glaube ich, in dem Bereich ganz besonders erkennen. Die stehen alle so ein bisschen außer Richtung. Aber das war, wie gesagt, früher hier so vorgegeben. Denn von hier aus ging es auch zur Kirche, gleich hier auf der rechten Seite. Und wenn wir schon mal so in Fahrtrichtung des Busses schauen, am Ende die alte privilegierte Apotheke. Das war die erste Apotheke, die hier, ich sag mal, Apothekenrechte hatte. Man hat die Rechte dem Apotheker verkauft, dass er hier seine Tinkturen und seine Pillen und ähnliches herstellen konnte. Die Industrie, die wir sie heute für die Medizin kennen, gab es noch nicht. Also hier wurde die Medizin noch beim Apotheker hergestellt und das waren nur bestimmt ausgesuchte Menschen, die so etwas hier durften und wie gesagt auch die Lizenzen dafür bekommen haben. Ja, dieser Platz hier, über den wir gerade gefahren sind, die ehemalige Pferdebade. Der Platz heißt heute immer noch so, aber hier hat man wirklich damals die Pferde von den Postkutschen immer ausgetauscht. Und man hat die Pferde auch gewaschen und deswegen den Begriff Pferdebade. Wenn wir hier die Wursterstraße lang fahren, auf der linken Seite ist so ein ganz trotziger alter Bau. Das war übrigens das erste Krankenhaus, das Krankenhaus von Lea. Das hat die Lea geschenkt bekommen von Herrn Rickmers. Rickmers hatte eine große Reederei, hat viel Geld verdient und hat ja sein Sozialen gehabt und hat den Lea das erste Krankenhaus geschenkt. Und das war das Lea Krankenhaus Wursterstraße. Die Älteren von Ihnen kennen vielleicht noch die alte Bezeichnung. Ja, wir fahren jetzt Richtung Scherburger Straße.
Osten hier hinten wird ja der große Tunnel gebaut Richtung Hafen bzw. zwischen Hafen und Autobahn. Wenn man hier geradeaus rüberfährt, kommt man zum Speckbüttler Park. Das ist einer der ältesten Parkanlagen hier in Bremerhaven, neben dem Bürgerpark. Also der Bürgerpark liegt hinter dem Hauptbahnhof. Und beide Parks sind damals hier fast gleichzeitig angelegt worden. Wobei der Speckbüttler Park, also ich finde, ganz fantastisch, auch jetzt in den letzten Jahren noch erweitert worden ist. Wenn Sie jetzt eben so ein bisschen die Straßenverlauf mitverfolgt haben und sich vielleicht ein bisschen auskennen, dann hat bestimmt der eine oder andere gesagt, pass auf, und gleich kommt die Sackgasse und dann dürfen die da nicht durch. Ja, wir mit dem Hafenbus, beziehungsweise wir sind jetzt im Moment ein Bedarfslinienbus, wir dürfen da durch. Deswegen haben wir auch diese Strecke gewählt, denn wir möchten mit Ihnen jetzt über den grauen Seil Richtung Wettewagen kommen, um dann nochmal auch mit Ihnen durch den Hafen zu fahren. Um Ihnen auch dort noch mal so ein bisschen mehr Orientierung zu geben oder um Sie so ein bisschen auch neugierig zu machen, falls Sie dort nicht so oft waren. Was passiert da überhaupt? Neben uns, wir können es ein bisschen schlecht jetzt hier so zwischen den Bäumen erkennen. Es ist heute ein großes Gewerbegebiet. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg der Bereich der Amerikaner. Denn hier waren die Amerikaner in Bremerhaven stationiert. Hier war damals der sogenannte Port of Education, der Nachschubhafen für die Amerikaner, die hier stationiert waren und für deren Gut, was sie brauchten. Und hier gab es eine kleine Stadt, das war wirklich eine Stadt für sich. Da gab es eine Schranke davor, dahinter war wirklich eine komplette Stadt mit Supermarkt, mit Kegelbahn, mit Werkstätten für die Autos, mit einer eigenen Bank, mit einer eigenen Kirche. Mit allem, was man sich vorstellt, was man braucht fürs tägliche Leben, hatten sich die Amerikaner hier einen kleinen Stadtteil für sich gebaut. Nachdem die Amerikaner dann aber hier abgezogen worden sind, die sind noch nicht komplett abgezogen, es sind immer noch 8 Mann hier stationiert in Bremerhaven. Für die Nachschubarbeit haben die hier noch ihren Job. Aber danach, wie gesagt, ist das Gelände dann zu einem Gewerbegebiet umgebaut worden. Und wenn Sie mal die Stadtpläne oder sich einen Stadtplan ansehen, dann gibt es da auch noch die Washingtonstraße, da gibt es die New Orleans Way und ähnliches. Also die alten Bezeichnungen sind da noch erhalten geblieben. Was man in der nächsten Zukunft sogar abreißen wird, ist ein ganz besonderes Gebäude hier für Bremerhaven auf dem Gelände. Das ist die alte Radiostation, AFN, American Forces Network.
Das war der Sender, den die Jugendlichen, die hier so in den Zeiten, so zwischen 1960, 1970, 1975 hier miterlebt haben, da gab es die Musik, die wir alle hören wollen. Ja, da hörten wir Elvis, wenn wir es hören wollten. Auch wenn Muttern immer sagten, mach die Affenmusik aus. Ja, da, okay, Elvis war für uns was ganz Besonderes. Der ist übrigens auch mal hier in Bremerhaven an Land gegangen. Elvis hat ja seinen Dienst, seinen Militärdienst in Bremerhaven in Deutschland leisten müssen. Und es gibt am Kolumbusbahnhof, also da oben so auf der Besucherpromenade da lang gehen. Es gibt unten an der Kante sogar eine Messe oder eine Bronzeplatte, wo der Aufschrift hier ist, Elvis das erste Mal in Deutschland an Land gegangen. Ja, ich glaube, es sind einige von Ihnen, die jetzt ganz stolz und Bremerhavener sind, sicher ganz überrascht, wenn ich Ihnen jetzt sage, und Sie befinden sich jetzt alle in Bremen. Da sagen die, ja klar, ist doch, weiß ich doch, Bremerhaven und Bremen sind ein gleiches Bundesland, das Land Bremen. Nee, Sie sind jetzt in der Stadt Bremen. Genau, in Bremen. Dieses Hafengebiet, durch das wir im Moment hier fahren, gehört zur Stadt Bremen, nicht zur Stadt Bremerhaven. Wird von den Bremern verwaltet. Wenn Sie mal ganz genau in die Karten gucken, steht da sogar drauf, Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven. Also typisch deutsch, ne? Versteht jeder, aber man muss das so formulieren, damit das auch jeder wirklich versteht. Wie gesagt, dieser Hafen gehört zu Bremen. Das ist damals aus der Gründung heraus so entstanden und das hat man bis heute auch so gemacht. Ja, es gab auch Gebietsaustausch, das ist richtig, um das alles so ein bisschen, ja, nicht so aufgegliedert zu haben, sondern um das ein bisschen besser zu arrangieren. Ja, wenn wir die ganze Zeit hier so an einem langen Zaun entlang gefahren sind, dann sind wir an unserem Containerterminal entlang gefahren. Und das Containerterminal wird von vielen Bremerhaven und auch unsere verbotene Stadt genannt. Es ist nämlich ein Hochsicherheitsbereich. Hinter den Zaun kommt man nur dann, wenn man dort arbeitet, wenn man anliefert oder abholt. Wenn Sie dort mal hin wollen, dann empfehle ich Ihnen, buchen Sie mal eine Tour mit dem Hafenbus. Der fährt auch hinter den Zaun. Ja, wir dürfen hinter den Zaun. Und ich mache die Tour selbst sehr oft. Und ich darf dann auch den Gästen dann hinter den Zaun sie begleiten und ihnen auch mal so ein bisschen erklären, was dahinter passiert hat. Hier neben uns rechts, das sind ja die großen Car Carrier, die Autotransporter, die hier abgefertigt werden. Wir haben ja die Drehscheibe für den Automobil-In- und Export. Hier kommen die Autos an als Importfahrzeuge aus Asien, aus Japan, Korea, China. Und hier werden Autos dann in die Schiffe wieder verladen, wenn sie entladen worden sind vorher aus deutscher Produktion von Daimler, BMW, Audi, Porsche und VW. Wir haben hier übrigens einen Parkplatz, das ist der größte Parkplatz Nordeuropas. Es passen insgesamt rund 110.000 Autos auf diesem Parkplatz. Ja, wenn diese großen Schiffe hier ihre Importfahrzeuge abgegeben haben, werden sie, wie gesagt, beladen wieder mit Autos aus deutscher Produktion. Diese PKWs bekommen wir zu uns per Waggon. Und ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal irgendwo am Bahnübergang in der Nähe gestanden, hat warten müssen, bis so ein Zug an einem vorbei rauscht, so zwei Lagen übereinander da drauf. Und wenn es so richtig schön lange gedauert hat, da war es ein sogenannter Vollzug. Vollzüge sind heute bis zu 700 Meter lang. Und an Spitzentagen fertigen wir hier in Bremerhaven bis zu 35 Vollzüge pro 24 Stunden ab. Wenn Sie sich die Menge Autos mal so hintereinander vorstellen möchten, das ist eine lange Autoreihe von 60 Kilometern. Also einmal Bremerhaven drehen, ein Auto hinter dem anderen. Und das alle 24 Stunden neu. Wir haben es erreicht, dass wir im letzten Jahr über 2,3 Millionen Autos über Bremerhaven geschlagen haben.
Ja, diese großen Car Carrier, Sie können sie auf der rechten Seite noch so hinten am Hafen liegen sehen. Die sind in der Lage, zwischen 3.500 und 4.600 PKWs auf einmal zu laden. Und von diesen großen Schiffen, die sind meistens um 200 Meter lang, fertigen wir im Durchschnitt 6 solcher Schiffe pro 24 Stunden ab. Aber falls Sie mal hier im Hafen, vielleicht bei Tageslicht, unterwegs sein sollten, empfiehlt es sich hier rechts mal auf den Container-Aussichtsturm zu steigen. Es lohnt sich wirklich, die paar Schritte mal dann oben raufzusteigen. Man hat von dort oben einen fantastischen Blick hier über das Container-Terminal, aber auch über den Bereich der Lloyd-Werft hier im Hintergrund links. Oder aber den Gebäudekomplex, der gleich hier links neben uns kommt. Da sind wir nämlich zuständig für ganz viele Menschen. Ich frage dann die Gäste immer, sagen wir, essen Sie gerne Bananen? Da kommt meistens ein Ja zurück. Und dann kann ich nur mal erklären, jede erste Banane, die wir in Deutschland kaufen können, kommt über Bremerhaven zu mir. Jede zweite kommt aus Hamburg. Also ich bin Bremerhaven, ich muss natürlich sagen, jede erste kommt von uns, ist klar. Ne? Aber wir teilen uns das Geschäft mit Hamburg. Bananen, das ist unser Geschäft. Aber auch sämtliche Zitrusfrüchte kommen hier über Bremerhaven ins Land. Genauso wie Äpfel aus Südafrika oder Kartoffeln aus Ägypten. Auch die sind hier bei uns zuerst in Bremerhaven. Ja, aber auf der linken Seite so ein bisschen schlecht jetzt natürlich im Dunkeln zu erkennen. Die Schiffe, die dort liegen, liegen bei der Lloyd-Werft. Die Lloyd-Werft Bremerhaven ist ein Reparaturbetrieb für die Schifffahrt. Hier werden Schiffe umgebaut, fertig gebaut oder repariert. Während hier auf der rechten Seite dieser Gebäudekomplex, das ist unser ehemaliger Kolumbusbahnhof. Hier haben wir uns früher mit den Auswanderern beschäftigt. Jetzt beschäftigen wir uns dort mit den Kreuzreisegästen. In diesem Jahr werden hier über Bremerhaven mehr als 75.000 Menschen übernachten. Und bis heute Mittag hatten wir hier ein ganz fantastisches Schiff liegen. Sie haben sicher davon gelesen, vielleicht haben Sie es auch schriftlich angeschaut. Ein Neubau der Meyer Werft, die Norwegian Escape, lag hier bis heute Mittag. Ist heute Mittag ausgelaufen zur Probefahrt, wird aber zum Wochenende wieder hier sein, um dann hier im Bremerhaven komplett ausgerüstet zu werden. Und dann Anfang des nächsten Monats über Hamburg Richtung Miami dann seine ersten Reisen zu beginnen. Ja, links neben uns, kann man schlecht so im Dunkeln erkennen, aber das ist eine Schleusenkammer. Alle Häfen, die wir in Bremerhaven haben, sind durch Schleusen von der Weser abgeschottet. Sie wissen, wir haben draußen auf der Weser Ebbe und Flut. Der Höhenunterschied zwischen Niedrig- und Hochwasser ist im Mittel etwa 3,60 Meter. Und diesen Höhenunterschied des Wasserstandes möchten wir natürlich nicht in der Stadt haben, im Hafen haben. Und deswegen haben wir hier die Schleuse davor geschaltet, um immer den Wasserstand im Hafen ausgleichen zu können. Jetzt sind sie wieder Bremerhaven. Wenn wir über die Zollgrenze gefahren sind, dann haben wir wieder die Stadt Bremerhaven erreicht. Und wir fahren hier wieder unterm Deichland, wie wir das so schön hier nennen. Ich glaube, Sie haben es sicher auch gehört, dass wir Bremerhavener unseren Deich ganz liebevoll pflegen. Für uns ist der, ich sag mal, überlebenswichtig. Die letzte große Sturmflut, die wir ja in Deutschland hatten, das war glaube ich 1962. Da haben wir in Hamburg über 300 Tote zu beklagen gehabt. Unser Deich hat damals gehalten, glücklicherweise gehalten.
Also wenn der damals oder wenn der heute bei Hochwasser umstürzt und nicht halten würde, dann würde das Wasser etwa 70 Kilometer weit ins Land fließen. Und die Innenstadt wäre bis zur zweiten Etage stündig unter Wasser. Also bitte, wenn Sie jetzt Bremerhaven sind, sollen Sie hier vielleicht ein Grundstück gekauft haben und wenn stolz da sind und kriegen plötzlich eine Rechnung, dass Sie Deichbaubeiträge mitbezahlen müssen. Ja, zahlen Sie sie ruhig. Ich glaube, das Geld ist gut angelegt für uns alle. Ja, von hier vielleicht mal so den Blick nach rechts über den neuen Hafen mit der besonderen Beleuchtung, blauen Laternen, an der Marina, unser Innenstadtbereich. Ich hatte Ihnen den ja vorhin vorgestellt, dass die ehemalige Hafen jetzt überwiegend Wohnbereich, einige Büros und Hotels sind natürlich auch dazwischen, aber es ist schon bevorzugte Wohnlage, die man hier hat entstehen lassen. Wenn Sie dort mal so ein bisschen spazieren gehen und sind so in der Höhe des Simon-Loschen-Leuchtturms, also auf der Deichseite, und Sie gucken da zur Hafenseite hier mal direkt hin, dann können Sie auch auf dem Boden oder im Boden eingelassen eines der ersten Docks erkennen. Das ist ein Trockendock, dieser ovale Ausschnitt, den Sie da unten auf der Karte sehen, da geht so eine große Holzbrücke da flach am Ende rüber. Das war das erste Dock der Leutwerft. Oder des norddeutschen Lloyds. So hat es ja damals angefangen. 1897 hat man damals hier das erste Dock gebaut. Das wurde zu klein und dann ist man ausgezogen. Weiter hier Norden, wo wir vorhin vorbeigefahren sind. Und heute immer noch Schiffe repariert, umgebaut und fertig gebaut werden. Oder aber, wenn es ganz toll werden soll, verlängert werden.